Hi Freunde, hier ist der Frederik und jetzt kommt's zur Auslosung meines Gewinnspiels. Ich zeig euch das nochmal kurz, genau jetzt. Ihr seid dran, ihr seid alle dran. Freunde, ich habe noch nie ein Messer, noch nie, auch nur ansatzweise ein Messer gehabt mit so einer schönen Maserung. Ich möchte jetzt mindestens 15 Kommentare unter dem Video sehen, wie schön diese Maserung ist. Also wenn das nicht der super Oberknaller ist, das gibt's doch gar nicht, wirklich. Ich würde sofort einen Affen kriegen oder die Motten oder keine Ahnung was. Das ist doch wirklich grandios. Und da sind wir auch schon wieder. Ihr habt's gesehen, ich habe euch bei meinem schönen Mora aufgefordert, mir in die Kommentare zu schreiben, was für eine schöne Maserung das hat. Und es haben genau 3 Leute gemacht. Also es haben eigentlich mehr Leute gemacht. Aber ich will das nur noch mal zeigen, nicht damit sich dann irgendjemand wundert. Genau, und zwar hier seht ihr, glaube ich, diesen Eintrag. Folgt gerne meinem Aufruf und so weiter und so fort. Ihr sollt bis um 23.59 Uhr am Sonntag in die Kommentare schreiben, was für eine schöne Maserung das Messer hat und vielleicht lohnt es sich ja. Das war also ein kleines Gewinnspiel. Ich kann es euch immer wieder nur sagen, guckt euch auch immer meine Facebook-Seite an. Da gibt es dann hin und wieder irgendwelche Hinweise zu meinen Videos, die euch nutzen könnten. So, also 3 Leute haben es geschafft und zwar, keine Ahnung wer, ich guck noch mal. Hier haben wir einmal den Albin von Taschenmesserkultur. Der hat das genau vor einer Woche gemacht. Dann haben wir als nächstes den Herrn Stabsfeldwebel. Der hat das genau vor einer Woche gemacht. Und also es gibt noch mehr Leute, die haben aber eben dann erst am Montag oder Dienstag oder wann auch immer geantwortet. Ich meine, dafür habe ich ja extra bei Facebook noch gesagt, macht es bis Sonntag 23.59 Uhr. Und dann haben wir hier noch den RW. Das heißt, wir haben jetzt 3 Leute. Und für 3 Leute mache ich jetzt mal eine ganz, ganz schnelle Auslosung. Ich muss die Kamera mal runter machen. Hey, runter mit dir. Och, noch. Das kann ja wieder was werden hier. So, jetzt seht ihr hier halbwegs meinen Tisch. Jetzt habe ich hier 3 Zettel. Da schreibe ich jetzt einmal SW drauf. Und so dünn, dass man es auch nicht durchsieht. Das heißt Stabsfeldwebel. Dann haben wir RW. Hier. Und dann haben wir TK. Für Taschenmesserkultur. So rum. Ihr seht, ich sehe nichts. Jetzt falte ich die Dinger hier einmal. Und zwar genau so, dass ich nicht unterscheiden kann, was hier was ist. Ach. Naja, ich nutze ja sonst immer diesen, ach, wie heißt es denn, YouTube Super Anton Tool oder so, aber für 3 Leute habe ich jetzt keinen Bock, extra einen PC anzuschmeißen. Das machen wir schnell hier auf Oldschool Art und Weise. So, jetzt habe ich hier 3 Zettel. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich guck euch an. Ich sehe nichts. Seh nix. Seht ihr mich? Ah. Schnauze. Jungs, macht keinen Scheiß. Ich brauche ein neues Stativ, habe ich das schon gesagt? Och. Um
Gottes Willen. Ah. Ah, die Kamera stand schief. Ach so, jetzt. Ach, es ist aber auch nicht leicht mit euch. Jetzt aber. So, ich habe jetzt hier 3 Zettel. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier von wem ist. Da seht ihr alles. Ist mir völlig egal. Ich muss aber gleich noch die Preise festlegen. So viel mal dazu. Also, hier sind die 3 Zettel. Ich guck da nicht hin. Preise. Ich habe mir Preise erdacht, weil so viele Leute mitgemacht haben. Habe ich gedacht, ich hau mal ordentlich was raus. Und zwar, muss ich kurz überlegen. Also. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus, glaube ich. So. Also, hier 3 Zettel. Ich habe hier 3 Schleifwerkzeuge. Von Victorinox. Einmal diesen großen Schleifer. Einmal diesen kleinen Schleifer. Und einmal diesen Stiftschleifer. Ich muss sagen, ich habe den natürlich schon gebraucht, aber längst nicht verbraucht. Also hiermit kann ich sehr, sehr gut schleifen, aber ich habe mich entschieden, mir ein neues Schleifgerät zu kaufen. Ich glaube, ich nehme das von Lansky, irgendwas da mit dem Stäbchen da, zip, zip, zip. Das finde ich ganz cool, probiere ich aus. Wir ziehen sowieso jetzt demnächst, es steht kurz vor der Tür, ziehen wir um. Von daher habe ich gedacht, haue ich jetzt einfach mal hier diese 3 Schleifteile raus. Und zwar kriegt der 3. Platz dieses kleine. Ich weiß jetzt gar nicht, welches von den beiden teurer ist. Der 2. Platz kriegt das große. Und der 1. Platz kriegt diesen Stab. Lege ich jetzt einfach mal so fest. Der 3. Platz bekommt dieses kleine Sanremo. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich will es jetzt auch... Ach komm, ich pack's aus. Dann... Also lieber Gewinner, das Messer ist neu. Wenn die Verpackung jetzt ein bisschen verkriesknaddelt ist, dann liegt das hier in meinem Auspacken und Zeigen. Also, das ist für den 3. Platz. Zap, zap, zap. Die sind wirklich niegelnagelneu. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das hier ist der 2. Platz. Jetzt habe ich hier schon wieder die Hälfte verloren. So, 2. Platz, 3. Platz, 3. Platz, 2. Platz und der 1. Platz bekommt dieses große Teil hier. Das sieht doch schon was besser aus. Alles Sanremo Knives. Ich weiß, ihr werdet jetzt denken, oh, ist ja nur hier ein Klappmesser, keine Ahnung. Aber Freunde, die sind bunt und bei Gewinnspielen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was man für Messer verschenkt. Ich kann jetzt schlecht hier ein Einhandmesser irgendwie verlosen und dann müsste ich immer erst wieder einen Personalausweis von den Eltern anfordern. Dann müsste ich sagen, ihr dürft erst mitmachen, wenn ihr 18 seid. Ich müsste es kontrollieren und ich keine Lust für, von daher... Gibt es eben nur diese Messer, aber ich denke mit dem Messer und dem Schleifstein, mit dem Messerschleifer kann man ganz gut leben. So, jetzt habe ich hier wieder meine 3 Zettel, ich mische die nochmal. Und ich lasse gleich einen fallen. Ich hoffe, ihr seht das alles. So, das ist jetzt der 3. Platz. Das ist der 3. Platz und der 3. Platz geht an... TK. TK heißt Taschenmesserkultur und das ist der Albin. Albin, du hast diesen kleinen Victorinox Schleifer gewonnen und dieses kleine Sanremo. Jetzt packe ich das hier wieder zusammen. Also wunder dich nicht, das Messer ist wirklich niegelnagelneu. Ist aber jetzt, ach, jetzt habe ich hier, jetzt ist der Knopf hier drin. Meine Güte. Jetzt Rinder. So.
So, Albin, das ist deins. Herzlichen Glückwunsch. TK packe ich hier hin. Jetzt habe ich noch zwei Zettel. Da, da. Ich gucke in die Wolken. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann ja jetzt schlecht mein Tablet angucken, aber ihr solltet das sehen. So, jetzt ist das wieder entfallen. Wo ist er jetzt hin? Hier ist noch der andere. Hier ist der zweite Platz. Und der zweite Platz geht an RW. Ich glaube, der RW hieß nur RW. Also, lieber RW, schick mir deine Daten irgendwie, schreib mir eine Nachricht bei Facebook, Freeholds World, schreib mir eine Nachricht bei YouTube, gib mir halt deine Anschrift, dann bekommst du diesen großen Schleifer und dieses grüne San Remo. Herzlichen Glückwunsch auch dir dazu. Packe ich auch das wieder zusammen. Heiliger Bimbam. Ey. Freunde, ich flipp aus. Wieso passt denn das jetzt nicht hier rein? Oh, das, da ist doch nichts drin. Ach, das ist so eine komische Lasche. Oh, dann muss ich es halt hier oben aufmachen. Ach, hier ist auch so besser zum Aufmachen. Mann. Oh, jetzt ist die Verpackung weg. Ach, perfekt. So. So, so. Da sind deine Sachen, lieber RW. Zap, zap, zap. Jetzt haben wir noch diesen Zettel über, mal zur Kontrolle. Da steht SW für Stabsfeldwebel und das ist der Danny. Danny, mein Lieber, was soll ich sagen? Nix außer herzlichen Glückwunsch dazu. Ein Victorinox-Schleifer, ich weiß, du bist ja sehr aktiv mit deinen Messergeschichten, mit deinen Schnitzgeschichten. Und ich denke, da kommt das in beste Hände. Mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Auch das packe ich wieder zusammen, wenn es denn geht. Ah. Na komm. Nee, das, halt, das muss doch so rum. So. Och, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Danny, also hör mal zu. Auch du solltest mir bitte nochmal deine Adresse geben. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sie noch nie bekommen hätte, aber du kennst mich ja mittlerweile. Ich bin da echt so ein bisschen schluderig. So, jetzt haben wir das Messer erstmal hier wieder zusammen. Ach, diese Verpackung. Ich habe ja in meinem Video zum Liebster Award gesagt, was ich am liebsten abschaffen möchte, habe ich gesagt, Geld und Kirchen. Das nächste sind Verpackungen. Oi, jetzt haben wir es. So, alles ist zusammen. Bitte, bitte, schreibt mir nochmal eure Adressen. Alle drei. Dann schicke ich euch die Sachen sehr gerne zu. Das wird dann relativ schnell passieren. Je nachdem, wie schnell ihr antwortet. Also spätestens am Wochenende schicke ich dann die Sachen auf die Reise. So, Freunde, das war mein Gewinnspiel. Allen, die jetzt nicht berücksichtigt wurden, kann ich wirklich nur meine Facebook-Seite ans Herz legen. Da steht zwar nicht viel drauf, aber hin und wieder gibt es da echt
schöne und nützliche Infos für euch. Haltet das wirklich im Auge. In diesem Sinne, Freunde, bis zu meinem nächsten Video. Ich sag viel Spaß allen Gewinnern mit den Sachen. Und bleibt gesund. Ciao, Freunde.